Küstenregionen. Sie gehören zu den produktivsten Zonen unseres Planeten. Mehr als die Hälfte aller Menschen auf der Erde lebt hier mit steigender Tendenz. Entsprechend intensiv nutzt der Mensch diese Bereiche. Die weltweiten Küstengewässer sind ein Forschungsschwerpunkt des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres der Universität Oldenburg, kurz ICBM. Durch die Nähe des ICBM in Oldenburg und Wilhelmshaven zur Nordsee und Wattenmeer sind dies klassische Brennpunkte seiner Forschungsarbeit. In steigendem Maße ist das ICBM global in den verschiedenen Umweltsystemen der Ozeane tätig. Insbesondere als Heimatinstitut des modernen Tiefseeforschungsschiffes Sonne. Biologen, Chemiker, Physiker und Mathematiker arbeiten Hand in Hand in Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft. Ihr gemeinsames Ziel: das Verständnis der Meeresumwelt. Im Zentrum stehen dabei marine Stoffkreisläufe, Energieflüsse und die Vielfältigkeit marinen Lebens sowie seine jeweilige Rolle für das Funktionieren des Gesamtsystems. Die ICBM-Wissenschaftler lüften die Geheimnisse der Meeresumwelt durch Naturbeobachtung, Laborexperimente und mathematische Modellierung. Dabei profitieren sie von modernster Analytik und eigenen technologischen Entwicklungen in der marinen Sensorik. Das ICBM ist ein universitäres Institut für Meeresforschung, das einzige seiner Art in Niedersachsen. Zukünftige Meereswissenschaftler werden hier forschungsorientiert ausgebildet. Der fächerübergreifende Bachelorstudiengang Umweltwissenschaften und der Masterstudiengang Marine Umweltwissenschaften vermitteln umfassende Grundkenntnisse moderner mariner Forschungsmethoden. Studierende am ICBM können ihren Bildungsweg durch ein breites Studienpfadangebot ihren eigenen Vorlieben flexibel anpassen. Drei weitere Masterstudiengänge sowie ein Promotionsstudiengang runden das Ausbildungsangebot ab. Auf allen Qualifizierungsebenen bietet das ICBM exzellente Arbeitsbedingungen. Wer als Meeresforscher auch unter Wasser arbeiten will, braucht eine sachgerechte Ausbildung. Das ICBM ist eine von 8 Ausbildungsstätten für das Forschungstauchen in ganz Deutschland und die einzige in Niedersachsen. Das Institut für Chemie und Biologie des Meeres. Interdisziplinäre Forschung, universitäre Ausbildung und qualifiziertes Wissen für die interessierte Öffentlichkeit aus einer Hand.